Aus Mist und Gülle wird Biogas. Aber wie? Die ganze Magie oder eher Biochemie findet in einer Biogasanlage statt, so wie hier in Horbach. Die Anlage produziert jährlich mehr als 60 Millionen Kilowattstunden Strom. Zum Beispiel aus Biostoffen wie gehäckseltem Mais, Gras oder auch Mist. Das Material, das wir angeliefert bekommen, wird hier hinten mit Radladern eingekippt. Das sind ungefähr 130 Tonnen am Tag, ca. 30 Radlader, die wir früh hier einkippen. Und dann wird das Ganze Stück für Stück langsam in den Gärbehälter eingeführt. Dort vergärt dann nach und nach das Material, das heißt, das Methan entsteht. Das Methan sammelt sich oben an, das sind diese Kugeln, die Sie dann oben sehen. Und dieses Methan fangen wir auf, reinigen es und am Ende wird es in unser Erdgasnetz eingespeist. Die Biostoffe für die Anlage in Horbach kommen zum Beispiel von Landwirten aus der Region. Das entstandene Biogas gilt als nachhaltige Alternative zum Erdgas. Auch deshalb steigt die Nachfrage immer weiter an. Den gesamten Bedarf an Gas kann es bislang aber nicht abdecken. Also mit unserem Bioenergiezentrum erzeugen wir ca. 60 Millionen Kilowattstunden Gas. Und die werden in Fürth dann verstromt und zu Wärme umgewandelt. Und damit können wir ungefähr 6.300 Haushalte mit Strom versorgen und 2.000 Haushalte mit Wärme. Auch wenn die Anlage, auf der wir hier stehen, doch relativ groß ist, können wir in Summe nur ca. 6% des Erdgaseinsatzes in Fürth damit ersetzen. Ein Großteil des Stroms für die Biogasanlage kommt vom Photovoltaikfeld nebenan. Diese Art der Energieerzeugung wird immer beliebter und gefragter, auch bei Privatpersonen. Ausschließlich auf die Sonne als Energielieferant der Zukunft zu setzen, sei aber keine Option. Wichtig ist, dass wir in Zukunft unsere Energien wie bei einem Puzzle erzeugen. Das heißt, es macht keinen Sinn, nur auf eine Erzeugungsart zu setzen, weil zum Beispiel Photovoltaik oder Wind nur dann verfügbar ist, wenn eben es tagsüber ist oder Wind weht. Wir brauchen aber den Strom durchgehend oder die Energie durchgehend. Insofern ist es wichtig, dass wir ein Gesamtsystem aufbauen und nicht lokal eine Art überbewerten und eine andere Art unterbewerten. Fest steht, die Energie- und Klimawende ist ein Jahrhundertprojekt, das die Stadt Fürth mit kleinen Schritten angeht.